Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Hogwarts Legacy. Weil sowas wird mir immer extrem schwindlig, wenn man so hoch geht und das Ding sich dann so bewegt. Oh ne. Bewegt sich jetzt hier alles oder was? Okay. Wie es denn auch sei. Hier ist eine Tour, wo ich mir schnappen werde. Revelio. Schnell Revelio. Ist hier irgendwas für mich? Und der wird safe bekämpfen. Und ich habe recht. Oh. Ich wollte nicht die Shadow kaputt machen. Sorry. Wir können das aber auch friedlich klären. Okay? Nein? Danke. Alter! Dein Schädel ist zertrümmert. Ah, das war's schon? Dann habe ich die Statue gerne zerstört. Okay. So. Dürfte ich jetzt wieder zur Kartenkammer? Ich habe noch ein paar Leute, denen ich gerne helfen würde. Ja? Danke. Mili? War das der Boss? Okay, ich glaube, das war nicht der Boss. Das sieht mir eher nach einem Boss-Level aus. Ich speichere mal zur Sicherheit. Man kann sich ja nie sicher genug sein. Möchte ich da rein? Ich hab so viel. Ja, das ist definitiv was. Wer wird es denn diesmal sein? Vielleicht erstmal gute Zaubersprüche. Ich weiß, ich muss das später wieder assortieren und werde mich ärgern. Aber ich glaube, beim Bosskampf. Ist das jetzt vielleicht nicht so verkehrt? Okay. Hallo. Oh ne, die Reihenfolge ist furchtbar. Also. So sieht es schon besser aus. Oh ne, nicht schon wieder fliegende Äxte. Ihr wollt mich doch. Lasst mich mit diesen scheiß fliegenden in Ruhe. Kann ich das so wieder sichtbar machen? Ja! Ich habe das Rätsel gelöst! Immer in Bewegung bleiben! Immer in Bewegung bleiben! Oh! Oh! Das tut weh! Okay, fliegen kannst du scheiße. Nee! Mach das doch! Nein, ich bin auf Windows-Taste gekommen! Oh, mein Scheiß! Jetzt! Nein, da bringt er jetzt! Du von mir aus! Ist mir egal! Au! Los doch bitte mal eure Äxte bei euch. Ah, jetzt bist du wieder unsichtbar oder was? Oh, das ist doch zum Verrückt. Werde. Ich muss noch schnell wieder durch. Mädchen. Okay, ich sehe euch wieder. Expertus! Mann! Möchtet ihr einfrieren? Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Findest du nicht? Oh. Okay. Ihr müsst wahrscheinlich schnell wieder weg. Perfekt! Feuer! Hilft mir! Immer! Und du weg! Und Frost!
Schau dir doch nicht ab und zu. So! Oh nein. Bitte nicht. Läuft hier oder was ist das? Okay, ich verstehe schon. Ich mach keine Witze. Ich mach keine Witze, okay. So. Ich bin aber nicht dumm. Verdammter Mist, ich kann sie speichern. Was ich wieder dran gedacht. Okay. Expelliarmus! Und da! Alte Magie! Nein, 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 nein! Oh. Ich weiß jetzt schon mal wieder... Viel Tränke sammeln. Der Ich mach das Spiel gleich auf leicht. Nein, nicht mit mir! Warte einen Moment mal. Ich hab noch Zaubertränke. Maxes Trank. Ja. Leben hat es so lange gedauert. Aber 10 Minuten. Na endlich. Beim letzten Boss habe ich 40 gebraucht. Boah. Oder 30, bin mir auch nicht mehr sicher. Na gut. Wir können jetzt nach Hause. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt da runterspringe? Muss ich ihn dann nochmal besiegen? Ich will es gar nicht. Hallo? Oh, wie geht's denn so? Rebellio. Ich hoffe gut. Oh. Sorry, aber die Truhe nehme ich mir noch. Kann ich nicht, egal.
die Träne. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Oh nein. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Ich glaube nicht, dass mein Tod einfach... mit dem Zauberstab die Schmerzen in der Kopf. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Oh nein. Nein. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Komisch. Aber ich meine, ein bisschen, also Trauer gehört zum Leben. Und wenn man mit einem Zauberspruch einfach Trauer wieder entfernen könnte, ich weiß nicht, ob das gut wäre. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir wirklich unsicher, was ich davon halten soll. Aber naja. Mein Anfang sich ist es ja gut, dass er halt keine Schmerzen mehr hat und halt wieder redet, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Sie sind zurück. Und ja, natürlich. In einem Stück. Was, das heißt natürlich in einem Stück. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ja, das sind damit Gäste, Professor, ne? Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Ich glaube, die ist so freundlicher. Future jetzige. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist.
Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Gut. Das hat doch gut funktioniert, oder? Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. So, auf was wollen wir uns jetzt? Winter! Boah, das wird geil, mit den kleinen Süßen rumzufliegen. So. Hallo, Hufflepuffs. Oh, Talentpunkt. Ausrüstung, Talente. Dunkle Künste. Na, den benutzen wir halt nicht so oft. Haupttalente. Ja, das ist okay. Okay, perfekt. So. Von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Sechs Knochen. Sie sagten, Skellebachs hätte noch nie so schnell gewirkt. Sie hat also ein Tistral gesehen. Und warum sollte mich das jetzt beeindrucken? Jeder kann doch einen Toten anstarren. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Okay. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. So, ich vermute, dass wir jetzt ein paar Sachen machen müssen. Yep. Das machen wir allerdings nicht mehr in dieser Folge, Leute, Freunde. Wollen wir den Boss nochmal besiegen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich sollte es mal nicht herausfordern. Naja, bis dahin, Leute, und ciao, Leute, von heute.